Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Lara, machst du deine Mathe-Hausaufgaben? Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad! Sehr süß, die Kleine. So, und damit... Die hohen Mauern der Burg locken höhnisch. Ja, die locken mich wirklich. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. Bei einer neuen kleinen... Bestien kreuzen den Weg unserer Helden. Ob sie blutrünstig sind? Ja, fangen wir sie. Und zwar willkommen zu einer kleinen, kurzen Aufnahmesession. Ich muss nämlich tatsächlich gerade sagen... Der PC läuft alles andere als rot. Was haben wir da? Weiße Königin, eine kleine Spielfigur. Das sieht wie eine Figur aus dem Spiel, aus das Mom und Dad immer gespielt haben. Aber was hat sie hier draußen auf dem Spielplatz verloren? Mhm. In den Sockel ist ein A eingeritzt. Es steht für Emilia. Ich vermisse dich, Mama. Oh. Okay, es ist, glaube ich, an der Stelle... wo ihre Mutter gestorben ist. So, ich guck mal eben, was hier ist. Und, ja, es ist nur eine kurze Aufnahmesession. Ich sage es ganz offen und ehrlich. Zum einen läuft mir die Aufnahmeplatte nämlich voll. Zum anderen... kann ich zufällig... ich kann da bestimmt irgendwie diese Dingens drunter schießen. Die leuchtet nämlich. Mir ist nämlich ganz erfolgreich. Tödliche Präzision. Meistens. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Kann ich auch? Unsere Heldin kann auf 100 Schritt eine Fliege treffen. Genau so sieht dieses Ding jetzt auch aus, mit diesen ganzen Löchern hier drin. So, was wollte ich sagen? Ja, zum einen läuft mir die Aufnahmeplatte voll, zum anderen musste ich gerade den Rechner neu starten. Und was ist passiert? Ich habe einen Bluescreen gekriegt, Raid zerschossen, Platte zerschossen, alles wiederherstellen und, ja... der Rechner ist sehr instabil. Drum nur eine kurze Aufnahmesession. Ich will nämlich wissen, ob das alles funktioniert tatsächlich. Oder ob der Rechner Schwierigkeiten hat. Ich habe ja anderweitig gespeichert. Notfalls spiele ich halt alles nochmal. Obwohl ich das nicht hoffe, dass das passieren wird. So, kann ich hier irgendwas... also nur mal so, das Ding leuchtet, ne? Kann ich da irgendwas machen? Nee, damit kann ich nichts machen. Wir finden aber, vermute ich, irgendwann einen Bogen, dass wir die runterschießen können. Weil oben ist nämlich auch so ein Dingens. Das hat bestimmt einen Grund. Was ist das denn hier? Das ist sehr interessant. Das sieht sehr interessant aus. Oh, eine tolle Zeichnung. Eine eingesperrte Prinzessin und ein komischer Ritter, der ausschaut wie die Ritter aus Dark Souls. Die Weiße Königin. Eingesperrt, aber nicht vergessen. Aha. Okay. Die hat einen ganz schön großen Spielplatz hier für sich selbst. Hoch, was ist denn? Wurfobjekte. Wurfobjekte können die Umgebung beeinflussen. Halten Sie LT, um zu zielen. Kann ich zufällig? Nur mal so aus Neugierde. Bullseye! Jedes Ziel mit einem Ball treffen. Okay, das hat super funktioniert. Der Ball liegt jetzt da draußen. Das hat ja super funktioniert. Aber ich habe noch einen Ball hier. Okay. Also wir haben noch ein paar Bälle zum Verscherbeln. Das ist ja toll, dass der Ball da gleich wegkugelt. So, Bullseye. So, 2 von 4. Die Frage ist, zählt das hier auch als Ziel? Ah, das zählt auch als Ziel. Sehr schön. Ich hoffe, ich verliere jetzt den Ball nicht, sonst kann ich das nicht abschließen. Ich komme da nicht mehr hin. Bitte sag mir, dass hier noch irgendwo ein Ball rumliegt.
Bitte, bitte sag mir, dass hier noch irgendwo ein Ball rumliegt gerade und dass nicht die einzigen zwei Bälle waren und der andere über die Mauer fliegt und der andere dann ins Gestrüpp, wo ich nicht mehr reinkomme. Bitte, bitte sag mir, dass hier noch irgendwo... Erstaunlich. Croft steht in einer Grabkammer, die jahrtausende lang unberührt war. Ja, definitiv. Ach, das ist noch ein Ball, Gott sei Dank. Oh. Ah, hier ist auch noch einer. Okay, es gibt tatsächlich vier Bälle. Die Entwickler haben damit gerechnet. Die Ausgrabung wird bald die Geheimnisse der Städte preisgeben. Ja, das glaube ich auch. So, und... Allejop. Bullseye. Herausforderung abgeschlossen. Geilomat. Ah, ey, guck. Jetzt sind die nämlich auch nicht mehr markiert hier. Hervorragend. Haben wir das geschafft. Finde ich sehr schön. Zum Glück habe ich das mit diesen Herausforderungsobjekten gemacht. Was ist das denn hier? Brief an Winston. Ein Brief von Dad an Winston. Ich habe viel darüber nachgedacht und bin weiterhin fest entschlossen, Lara diesen entsetzlichen Kummer, wie sie es nennt, zu ersparen. Ständig an ihre Mutter zu denken, wäre für sie nur noch schmerzhafter. Es ist besser für sie, einfach nur ein Kind zu sein, ohne sich mit derart trüben Gedanken zu belasten. Sollten Sie in dieser Angelegenheit weiter gegen mich arbeiten, werde ich nicht zögern, Ihre Anstellung auf Croft Manor zu beenden. Mhm. Okay. Okay, also unser Vater wollte, dass wir alles vergessen, was unsere Mutter angeht, dass wir eine unbeschwerte Kindheit haben. Und nicht immer daran denken müssen, dass wir sie verlieren. Schwierig. Oh, hier ist noch ein Bild. Sie entdeckt merkwürdige Hieroglyphen. Vielleicht Hinweise zum verbotenen Grab? Ganz bestimmt. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, ne? Also ich kann mir sowas nicht vorstellen. Zum Glück. Aber wenn du praktisch einen Elternteil verlierst, der andere noch übrig ist praktisch, du bist, glaube ich, auch in dem Moment sehr überfordert, könnte ich mir vorstellen. Kann ich da hochklettern? Bestimmt, ne? Ich kann hier bestimmt hoch, oder? Ja, ich kann hier hoch. Geil. So, da oben war nämlich auch noch was. Ah. Okay, wir können hier auf jeden Fall klettern. So, was haben wir hier? Das verbotene Grab ruft. Einsatzzielwegweise. Ja, ich weiß, dass ich da hinten hin muss. Lass mich doch mal ganz kurz in Kundenspiel. Man muss nicht immer alles gleich hier durchboxen bis zum St. Nimmerleins-Tag. Man kann auch mal 2 Sekunden lang sich in Ruhe anschauen, was es hier so Schönes gibt. Das Tolle ist der Controller, der vibriert hier richtig, wenn ich drüber laufe. Anscheinend ist dort oben in dem Krähennest etwas. Ich muss aus Neugier, weil der Ball liegt. Geschicklichkeit. Unsere Heldin muss treffen, damit der Korb sich absenkt. Ach so. Der Boden gibt nach. Lara stürzt in die Dunkelheit. Ja. Okay, das Kind hat auf jeden Fall eine sehr blühende Fantasie. Das finde ich schon mal sehr gut. Okay, ich habe das nur aus Spaß gemacht, den Ball da reinwerfen. Weil das so aussah, da lag ein Ball und da lag einer drauf. Das habe ich nämlich gesehen. Dachte mir so, och, mal schauen, ob ich dann irgendwie... Ich dachte, ich kann es irgendwie kaputt machen dann damit. Aber so ist das tatsächlich nicht gedacht. Es ist gedacht, dass du die Bälle reinschmeißt. Ich hoffe, das geht mit der Anzahl an Bällen noch, die wir hier haben. Das hat nicht gereicht. Naja, reichen würde es schon. Wenn der Ball drauf liegen bleiben würde. Yay! Dadadadam! Juhu! Und was war drin? Nix. Oh! Yay! Auf in die See! Dreht sie das wirklich? Ach nee, es war die Kamera, die sich gedreht hat. Das ist ganz cool gemacht, weil sie an die Kamera so leicht dreht, dass es den Effekt hat, als würdest du jetzt hier dich drehen. Das ist ganz cool gemacht. Finde ich gut. So. Lara klettert über einen See aus blubbernder Lava. Oh, das gefällt mir voll gut.
Das macht echt Spaß, muss ich sagen. So, da unten haben wir noch ein Büchlein. Hier liegt nämlich noch was. So. Zack. Es gibt aber nur Erfahrungspunkte, es gibt keine Story oder irgendwas. Okay. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Die Vögel haben wir hier noch und mit denen können wir nichts machen. Ich hoffe nicht, dass das arme Kind hier... Ah, das sehe ich hier gar nicht, aber ist interessant. Frische Gräber. Der König mag keine Eindringlinge. Oh, was man hier alles entdecken kann. Vor allem auch Sachen, die nicht von den Überlebensinstinkten entdeckt werden. Das finde ich ganz cool, muss ich sagen. Das gefällt mir echt sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Ach, hier wieder ein Bällchen. Die Burgtore sind gut bewacht. Unsere Heldin kann nicht den Haupteingang nehmen. Das ist aber schade. Oh, tapferer Ritter, Opfer des Königsfluchs. Verdammt zur Wache, haltet die andere vom verbotenen Grab fern. Dir ist schon bewusst, dass das ein Löwe ist und kein Krieger. Hopp, aber gut, lassen wir das. Sehr mysteriös. Haben wir so einen Garten noch? Huch. Hier ist tatsächlich überall was. Was hat Dad gesagt? Die ersten Nelken sprossen da, wo die Jungfrau Maria weinte? Was? Ist das jetzt ein Rätsel oder ist das einfach nur random? Oh. Okay. Ich will hier alles mitnehmen jetzt, ne? Das ist euch bewusst. Okay, wir müssen nach da oben. So, ist hier noch irgendwas? Ein Häselein. Hier ist nichts. Ich gucke mich jetzt echt um. Ich will jetzt echt hier alles, alles finden, alles wissen. Aber ich glaube, hier ist jetzt nichts mehr, oder? Ich bin jetzt echt neugierig. Da ist die Burg, da waren wir schon. Ist hier noch irgendwas bei den Geräten so? Hier Laub und so? Nö. Kein gefährliches Rattennest, kein gefährliches Pseudosystem. Hier ist auch nichts. Okay, ich glaube, jetzt haben wir dann alles. Weil hier kann ich auch nichts mehr machen. Da haben wir auch alles mitgenommen. Der Ball da hinten, ja gut, der Ball ist verloren. Der ist ein Opfer dieser Expedition geworden. Wir werden ihn sehr vermissen, ganz klar. Okay, da kommt sie nicht hoch. Die Abenteurerin darf nicht länger zaudern. Jawohl, finde ich gut. So, haben wir das auch noch getriggert hier, finde ich sehr schön. Ist hier irgendwas? Nein. Kommt hier noch was? Nee, ne, das haben wir schon getriggert. Okay, da kommt nichts mehr. Hier noch was? Nee, hier noch was? Croft muss sich beeilen, wenn sie den Schatz finden will. Ah, okay, haben wir noch was getriggert. Finde ich gut. Was haben wir hier? Da kommt nichts. Okay. Was passiert, wenn ich hier hochlaufe? Auch nichts. Okay. Ja, okay. Hätte sein können. Aber ich will echt alles triggern hier, was es an Events gibt. Weil es macht echt Spaß. Diese Entwickler. Achso, ich musste irgendwie hochklettern. Okay, hier ist... Weiß nicht, ob hier noch irgendwas ist. Es sieht interessant aus.
Aber hier ist nur Gestrüpp. Okay. Na gut. Ich muss jetzt irgendwie hoch, kann das sein? Okay, ich muss hier, glaube ich, irgendwie. Muss ich jetzt irgendwie hochklettern? Und jetzt zum wahren Schatz im verbotenen Grab. Okay, ich muss ja tatsächlich hochklettern. Ist übrigens sehr toll, weißt du, hier gibt's Türen, alles Mögliche. Was machen wir? Richtig. Unsere Heldin muss aufpassen, damit der König nichts merkt. Klar. Kletter dann mal da nochmal hoch, ganz entspannt. Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Sie hat nicht viel Zeit. Ah, das macht die automatisch hier gerade alles. Die Königswache erwartet nicht, dass Croft die Burg erklettert. Dieses Mädchen. Der Turm der Burg ist höher als erwartet. Ach, echt? Komisch. Gott, Mädel, Alter. Unsere Heldin erspäht noch einen Zugang. Was? Okay. Liebe Kinder, macht das nicht nach. Ist das geil. Ich kann lustigerweise nur in eine Richtung laufen. Ne? Also auch. Geh weg! Okay. Okay. Die kleine Lara stellt sich der enormen Höhe und der Gefahr und denkt nicht mehr daran. Ach ja? Das ist, ja, ich würde auch nicht dran denken gerade. Das sieht alles. Geschafft. Alter. Vor allem, das sieht halt auch alles so mega stabil aus. Huh. Sie findet wieder Halt und ihr Ziel. Und nun auf zum verbotenen Grab. Oh. Dieses Mädel. Leckst du mich im Arsch? Das Mädel echt temper. Die Brüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Vor allem, die macht das mit den Storys immer so ganz cool. Also, was er gerade tut und so. Sie hat echt unglaublich viel Fantasie. Oh, ich mag die Kleine. Ich mag Lara in jungen Jahren und in späteren Jahren. Das ist einfach. Das ist echt cool. So, kann ich hier hoch? Nein, ich will nicht durch. Nein, da komme ich nicht hoch. Ich will wissen, ob da oben irgendwas ist. Sie ist ganz nah, kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Bitte was? Es muss einen anderen Weg geben. Ach so, unsichtbares Kraftfeld. Ja, das Glas. ist das cool. Kindliche Fantasie. Oh, das ist echt cool gemacht. Das feiere ich echt extrem gerade, diese Stelle. Das ist echt sensationell gut. Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf dem Gipfel. Ja, wir kriegen eigentlich diesen Einsatzzielwegweiser da weg. Dieser Einsatzzielwegweiser nervt mich gerade extrem. Wie kriege ich den denn weg? Sammlung anzeigen. Die Landschaft ist hier schön. Bloß der Einsatzzielwegweiser macht das gerade alles ein bisschen kaputt hier. Oh, es sieht schon sehr geil aus.
Ich muss nur sagen, ich hätte... Also ich bin ganz offen, ne? Ich hätte nicht den Mumm, da oben so rumzuklettern. Ich bin da ganz ehrlich. Kann ich hier runterfallen? Ja, ich kann hier runterfallen. Oh, ist das... Alter. Sie sieht unter sich einen Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Ah, natürlich. Okay, ja, da kann man drauf. Das sieht ganz stabil aus. Warum mache ich immer Dummheiten? Ja, das ist eine sehr gute Frage, aber... Scheiße! Wow. Croft kichert über ihre Kühnheit. Sie ist fast da. Ich wäre jetzt übrigens gestorben. Entweder hätte ich einen Herzinfarkt gekriegt, ich wäre vor Angst gestorben, oder ich wäre einfach so komplett runtergesegelt, hätten mir alle Knochen gebrochen. Das Kind hat mehr Glück als Verstand. Das muss man echt sagen, die hat mehr Glück als Verstand. Ho, ha, hi. Also ich brauche erstmal einen Baldrian jetzt. Alter. Das hat was. So, zum Glück kann jetzt hier nichts mehr passieren, hoffe ich. Endlich betritt sie das verbotene Grab. Wow. Oh, ist aber cool hier. Das sieht aus wie ein Rätsel. Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht um Toast. Ob die weiße Königin wohl einsam ist? Was? Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Artefakt ansehen. Öffne die Ansicht, um das Artefakt zu untersuchen. Welches Artefakt? Es hieß 90 Grad Ost und 30 Nord. Überlebensinstinkt. Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Sir, mir ist bewusst, dass die letzten Jahre für Sie mehr als schwierig waren. Wir alle vermissen Emilia sehr. Dennoch beunruhigt es mich, dass Lara langsam selbst das Wenige vergisst, was sie über ihre Mutter weiß. Das ist einfach schrecklich. Ich weiß, es steht mir nicht zu, Sie zu bedrängen, aber haben Sie noch einmal darüber nachgedacht, ob Sie nicht doch mit ihr über Emilia sprechen wollen? Ich bin davon überzeugt, dass es Ihnen helfen würde, über Ihren entsetzlichen Kummer hinwegzukommen. Außerdem kämen Sie sich dadurch näher. Ja, ich stimme dem Winston zu in dem Zuge. Jetzt kommen übrigens die ganzen Events hier gerade. Die Burg erklettern, tapfere Abenteuerin. Der hat gerade die ganzen Events nicht angezeigt, auch mit den Artefakten und so weiter. Jetzt kommt gerade alles. Ich glaube, das war auf der El-Memsha-Promenade. Ich habe das meiste vergessen, aber ich erinnere mich noch genau an den Geruch der Gewürze auf dem Bazar. Mom sieht so glücklich aus. Genau wie Dad. Das ist aber eine schöne Frau. So. Irgendwo ist ein Hinweis. Die Frage ist, wo? Auf der Rückseite ist nix. Okay, das gerade vibriert. Das ist nicht fair. Ah. Warum musste sie nur sterben? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Jetzt hat sie ihr Spiel minimiert.
Bin ich wieder da? Die weiße Königin finden. Okay. Ich glaube, es läuft wieder. Oh, was ist denn los heute? Irgendwie ist heute komplette Wurm drin in dem Ganzen hier. Geheimnisse der weißen Königin. Diese rätselhafte Illustration, die aus einem leeren, verfluchten Mausoleum geborgen wurde, könnte genau das sein, was unsere mutige Abenteurerin braucht, um endlich den verlorenen Schatz der weißen Königin zu finden. Sie konnte die alten Texte entziffern und hat verschiedene Hinweise gefunden. Koordinaten, eine gigantische Fledermaus und mehrere Spielfiguren in einer Reihe. Die furchtlose Lara wird herausfinden müssen, was sie bedeuten. Okay, finde ich gut. Unsere Heldin hat Jahre gebraucht, um diese Karte zu erstellen. Sie hat in staubigen Bibliotheken nächtelang alte Bücher gewälzt, versunkene Schiffe ihrer Schätze beraubt und jede noch so vage Spur verfolgt. Wenn es ihr gelingt, den Schatz zu bergen, erweist sich unsere mutige Abenteurerin vielleicht als würdig, Lord Richard Crofts Assistentin zu werden. Ich glaube, sie macht das Ganze auch nur ein bisschen, um ihrem Vater näher zu kommen, ne? Dass sie ein bisschen Anerkennung von ihm bekommt. Ich habe viel darüber nachgedacht und bin weiterhin fest entschlossen, Lara diesen Entsetzen... Okay, das kennen wir schon. Ich glaube, das war auf der LMM... Das kennen wir auch. So. Das sieht wie eine Figur aus... Das haben wir. Sir, mir ist bewusst... Okay, das haben wir auch. Okay, dann haben wir jetzt alles hier gelesen. Hallo? So. Okay, was haben wir da? Ein Zitat von Chaucer. Was ist besser als Weisheit? Frauen. Und was ist besser als eine gute Frau? Nichts. Ein Zitat von Chaucer. Was ist besser als Weisheit? Frauen. Und was ist besser als eine gute Frau? Nichts. Okay, sehr interessant. Okay, Artefakt ansehen. Aha. Ja, das ist das hier, glaube ich. Okay, die Sachen können wir verschieben. Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Ja. Hanisch, Mitte des 14. Jahrhunderts. Germanisch, glaube ich. Unfassbar, wie schwer die Hanische waren. Die armen Pferde. Ja, da sagst du. Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Lass mich doch mal ganz kurz gucken. König und weiße Königin. Da ist was in den Schilden. Aha. Da ist was in den Schilden. Sieht aus wie ein... Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Okay, jetzt weiß ich auch, woher das immer kommt. Das ist immer, wenn ich die Überlebensinstinkte anmache, dann fängt ihr dann rein zu quatschen. Das arme Ding hat durch die Rossstirn bestimmt kaum was gesehen. Das arme Ding hat durch die Rossstirn bestimmt kaum was gesehen. Das glaube ich aber auch. Das war, glaube ich, auch der Plan so ein bisschen, ne? Arme Königin. Maria Theresa starb qualvoll und der König sagte, das ist der erste Ärger, den sie mir bereitet. Mhm. Toller König. Der Sonnenkönig Ludwig XIV. Heiratete Maria Theresa und beendete so den Krieg mit Spanien. Sehr, sehr cool. Kriegen wir noch ein bisschen Geschichtswissen hier. Finde ich auch gut. So, das Zeug, dann müssen wir irgendwas mit den Figuren dann machen. Was ist das? Das ist ägyptisch. Ein böses Auge. Der Inhalt sollte die Menschen im Jenseits nähren und für sie sorgen. Sieht aus wie ein antiker Safe. Aber okay. Eine Rolle aus Byzanz. Gerechtigkeit ist das beharrliche Bestreben, dass jedem sein Recht zuteil wird. Kaiser Justinian. Mhm. Oh, ich finde das total cool. Was haben wir hier? Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Bestimmt. Okay, hier ist praktisch dann das Ergebnis. So muss das ja dann am Ende ausschauen. Und irgendwo muss die weiße Königin dann hin, wo auch immer die dann ist. Die Schale des Johannes. Der Apostel erhielt eine Schale mit vergiftetem Wein, aber nach seiner Segnung verwandelte sich das Gift in eine Schlange und er trank den Wein unversehrt. Ist übrigens toll, dass du immer sagst, ich kann das Artefakt angucken. Ich kann kein Artefakt angucken, aber ich habe kein Artefakt. Irgendwas ist hier gerade buggy. Der Kopf von König David. Vom Schafhirten zum König, kaum zu fassen. Tja, siehst mal.
Okay, also die verbeugen sich ja, das heißt, die müssen irgendwie nach da hinten dann und die müssen irgendwie nebeneinander und dann irgendwie muss da noch was mit einer weißen Krone hin. Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Was war das? Ich weiß es nicht mehr. Warte mal. Unsere Heldin hat unsere diese rätselhafte Illustration. 30. Dieser rätselhafte. 30 Nord, 90 Ost. So, wie funktioniert das hier? 30 Nord. 90 Ost. So, mit 90 Ost haben wir hier. So, und dann hier 30 Nord. Süden. Achso, okay. Andere Richtung. Schauen wir, ob da irgendwo Norden ist. Müsste ja eigentlich, ne? Ja, da ist Norden. So. Okay. Und... Entlässt die Liebe Licht um Toast. Geschafft! Was? Wo ist die weiße Königin? Was? Okay, das ist total geil. Ich bin mega verwirrt. Wer baut denn so? Wo ist die weiße Königin? Okay, hier gibt's noch ein paar Sachen. Ein Yatiri, ein Heiler aus Südamerika. Was die Crofts hier alles haben? Ein T-Rex. Ein Tyrannosaurus Rex Baby. Ob es auch seine Mutter verloren hat? Ich würde die Frage jetzt mal theoretisch mit Ja beantworten. Hier ist noch was. Brief an Auftragnehmer, ein Brief von Dad an ein Bauunternehmen. Ich wollte Ihnen nur für Ihre Diskretion und die von Ihnen geleistete Arbeit danken. Der Aufbau des Gewölbes entspricht exakt meinen Vorgaben. Die Abschlusszahlung wird Ende der Woche bei Ihnen eingehen. Die Verzögerung war einem Buchungsfehler geschuldet, der inzwischen korrigiert wurde. Mit freundlichen Grüßen, Richard Croft. Okay. So, er hat ein Gewölbe anfertigen lassen. Story abgeschlossen. Geheimnis der Weißen Königin. Okay, das haben wir. Das haben wir. So, das heißt, wir haben alle Sachen... So, Weiße Königin haben wir alles gefunden zu 100%. Sehr, sehr cool. Hat sich gelohnt, dass wir uns umgeguckt haben, dass wir alles haben. Sehr geil. Wo du auch stehst, diese Masken scheinen dich anzustarren. Echt? Finde ich jetzt nicht, aber okay. Was ist das denn? Tierschädel, Omen des Todes und Symbole großer Veränderung. Mhm. Tierschädel, Omen des Todes und Symbole großer Veränderung. Okay, hier ist noch eine Leiter. Wo ist die weiße Königin? Aber das war, glaube ich, das, wo wir normalerweise reingelaufen sind. Ach, hier ist auch noch was. Sieht nach Maya aus. Ist das Kukulkan? Und wer sind wohl die zwei Hunde? Croft Private Collection. Schön. Janik's im Museum packen ist ganz wichtig. Das hier kann ich nicht angucken. Okay. Wo ist die weiße Königin? So, was hier? Das ist aus Kolumbien. Eine Senu-Häuptlingsmaske. Ob diese Augen Eldorado gesehen haben? Eine sehr gute Frage. Einige Artefakte kenne ich gar nicht. Aha. Ja, darum schauen wir uns halt mal ein bisschen um. Ein Ossarium. Es enthält die Knochen der Toten. Die Inschrift kann ich nicht lesen. Okay, das da unten kann man auch nicht lesen. Nee, das da unten kann ich nicht lesen. Hier ist ein Vorhang, den man wegziehen kann noch irgendwie oder hochfahren kann. Oder da kam Sonnenlicht rein. Je nachdem. Was ist das? Solche Rüstungen trugen die Conquistadores im Zeitalter der Entdeckungen. Was haben sie gefunden? Ich glaube, das Gold der Maya. Was ist das hier? Irgendwas. Aha, was haben wir hier? Eine Ariki-Statue. Von den Cookinseln? Alter, was die alles weiß, ne? Ich weiß nicht mal,
Genau genommen kenne ich gar nichts hiervon. Ist ein ganz schön cleveres Kindchen, muss ich sagen. 25. Dynastie. Klar. Das Innere des Sarkophags ist unglaublich fein gearbeitet. Ja, definitiv habe ich auch sofort gesehen, meinem geschulten Blick. Ich würde bei 24. Dynastie einfach, weil das sind so komische Fragmente hier drauf, so komische Hieroglyphen, und da würde ich sagen 24, definitiv, das Kind hat keine Ahnung. Das ist griechisch? Nein, persisch. Was bewacht sie wohl? Eine sehr gute Frage. Da fehlt der Kopf. Eine persische Löwin. Jemand hat ihren Kopf gestohlen. Was hat sie wohl betrachtet? Eine sehr gute Frage, liebe Lara. Was ist das? Die Todesmaske von Agamemnon, gefunden in Mykene. Aha. Es kann auch durchaus sein, dass sie vielleicht hier einfach nur die Sachen vorliest, die da unten auf der Karte stehen. Das kann auch sein. Eine Stammesmaske aus Afrika, aus Gold. Ashanti vielleicht. Oder sie weiß es wirklich alles auswendig. Ich hoffe nicht, weil sonst muss ich an meinem Ego arbeiten. Und an meinem Wissen. Was? Achso, so rum. Ach, die Fledermaus ist das. Die Flügel entfalten sich. Wo ist die weiße Königin? Ach, das Ding ist jetzt so. Ei, ja, aua. Hallo, kannst du. Ah, okay. Geht doch. So. Wo ist die weiße Königin? Ich muss die Sachen jetzt hier irgendwie umschieben, oder? Die Musik ist geil im Hintergrund im Übrigen. Wo ist die weiße Königin? Okay, ich probiere mal eben was. Die hier müssen 100 Pro auf diese Dinger drauf, wo die Lichtstrahlen sind, oder? Der Ritterschild reflektiert den Lichtstrahl. Check. So, jetzt muss ich bloß gucken. Ich muss jetzt den da irgendwie... Okay, du kommst da hinten hin. Zack. Du kommst dann da... ja. Hallo? Hallo? So, die schieben wir da hinten hin. So. Dann müssen der hier muss da hin, der muss da weg. Dann kann der da runter. Zack. So. Dann kommt der da hin. Aber der muss da auch weg. Er stört da nämlich. Zack. Hier, zack. Der dann da hoch. Und jetzt können wir den anderen noch drauf schieben. Und dann müsste das jetzt passen. Dann müsste das nämlich das alles sauber reflektieren. Ich weiß noch nicht, ob die Ritter irgendwo anders noch hin müssen. Also praktisch, ob da noch, oder? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so... Also es müsste eigentlich jetzt so richtig sein. Hoffe ich. Da ist sie. Die weiße Königin. Sie ist gefangen. Ich muss ihr helfen. Okay. Ich muss die weiße Königin befreien. Ja, okay, und wie? Ach, warte mal, muss ich das mit dem Dingens hier wieder machen? Jetzt kann ich sie befreien. Ich muss die weiße Königin befreien. Ja, ja, ich bin hier auf dem Weg. So, was bist du denn? Entlässt die Liebe Licht um Toast. Die muss, glaube ich, einfach in die Mitte, ne? Jawohl, die muss einfach in die Mitte rein. Was für ein skurriles Rätsel. Vor allem, dass die Hinweise auch... Ist mal ganz toll, dass bei Rätseln die Lösung immer direkt in dem Raum gleich mit drin steht. Erstaunlich. Okay.
Okay, das ist cool. Ich hätte auch gern so ein Anwesen. Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Ich glaube, da hat er alles von unserem... Das sind Mamas Sachen. Genau, ich habe es befürchtet. Jetzt kommt unser Vater, es stinkt sauer. Der Pfad sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagte der rote Ritter. Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Der arbeitet. Oh Mann. Oh, das ist aber schon ein bisschen traurig auch. Vor allem die Frage, wo ist Papa, er arbeitet. Emilia, das ist sehr wichtig. Ich kann so kurz davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen. Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Lass mich nicht.